Mascot Bro Game Studio haut ein neues Horror-Maskottchenspiel raus, und zwar Toytopia. Ein Spiel, in dem es darum geht, dass wir als Journalist einen Artikel über einen alten, heruntergekommenen und geschlossenen Vergnügungspark für Kinder schreiben sollen. Und das Ganze ist sehr, sehr cool gehalten. Es hat super viel Spaß gemacht. Am Ende des Videos gibt es natürlich noch meine Meinung zum Spiel. Es ist auch nicht allzu lang gehalten, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Maskottchen sahen sehr cool aus. Die Jumpscares waren sehr cool. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit Toytopia. Und somit herzlich willkommen in Toytopia, einem alten, heruntergekommenen und zerstörten Vergnügungspark für Kinder, der ziemlich blutig und kaputt aussieht. Zumindest schon mal hier der Eingangsbereich. Und da oben haben wir Toytopia. Okay, dann schauen wir mal. Ich denke mal, damit müssen wir das Zeug hier aufmachen. Und da haben wir eine wunderschöne Figur, ein Maskottchen. Denn das Ganze ist ein Maskottchen-Horrorspiel, wie ich das ja schon im Intro erwähnt hatte. Und es ist ziemlich cool gehalten. Zumindest sah es von den ganzen Dingern her ziemlich cool aus. Also von den ganzen Screenshots und den Videos und allem. Und wir haben freundlicherweise einen Key zur Verfügung gestellt bekommen von den Spieleentwicklern. Mascot Bro Game Studios. So heißen die Jungs. Und er ist auf jeden Fall ziemlich nice. Ich mag ihn. Ich mag seinen. Ja, ich mag ihn. Doch, der ist cool. Okay, man sieht also hier auch. Man hat Hinweise, was man machen soll und beziehungsweise was man vorhat, beziehungsweise wo wir hin sollen. Und hey, kannst du die Tür auch leise zumachen oder was? Auf jeden Fall spielen wir hier einen Journalist. Ich wollte gerade was erzählen, muss mich so erschrecken. Ich hoffe, wir bekommen jetzt, okay, ja, Flashlight bekommen wir, die klickert hier schon, was ist das da? Können wir das auch mit? Ah, okay, cool. Ja, wir spielen hier auf jeden Fall den Journalisten, der einen Artikel über das Ganze schreiben soll. Oh, ich hab's direkt richtig gemacht. Und wir sind die Ersten, die einen Artikel über das Ganze hier schreiben, denn das scheint eine ganze Weile her zu sein mit dem Ding und niemand hat sich wirklich getraut, darüber zu reden und wie man auch immer das nennen kann, beziehungsweise wollte noch niemand einen Artikel darüber schreiben oder durfte noch keinen Artikel darüber schreiben. Wir sind die Ersten, die es jetzt dürfen. Und wir schauen uns direkt mal an, was hier abgeht. Okay. Ah, okay. Hier ist also ein Hebel, damit man hier alles anmachen kann. Okay. Super, da wollen wir mal schauen. Verfolgen uns diese Augen da gerade. Ihr seid ganz schön creepy, wisst ihr das? Ihr beiden? Ja, ja, ihr. Ihr seid sehr creepy. Flasht Eis. Das machen wir gleich. Natürlich flashen wir die Eis. Was haben wir hier? Welcome. Aber es ist an sich ist es aber sehr schön gehalten. Also ich finde so grafiktechnisch ist es schon ganz schön nice. Auch farblich ist alles ziemlich gut abgestimmt. Okay, dann verbrauchen wir jetzt wahrscheinlich unsere... Hä, warum geht es nicht? Ah, jetzt. Geht wahrscheinlich nicht beim ersten Mal. Was passiert hier jetzt? Ah, unser Bällebad wird aufgemacht. Naja, wer spielt denn nicht gerne im Bällebad, oder? Ich glaube, wir sollen da reinspringen. Was sollen wir da drin? Okay. Der Fuchs wollte auf jeden Fall nicht, dass wir in sein Bällebad springen. Ja. Begrüßen sieht anders aus. Nett begrüßen sieht anders aus. Was sind wir denn jetzt gelandet? Aber wir sollten sogar gejumpscared werden, okay. Okay. Ist also richtig gewesen. Kann ich jetzt alle Türen damit öffnen oder ist das hier nur so? Okay, nein, scheinbar nicht. Oh, kennt ihr dieses Müll-Pokémon? Das sieht irgendwie auch so aus, oder? Ah, oh, du bist ganz schön... Ja. Man könnte behaupten, du bist ein misslungenes Experiment, aber wer weiß. Auf jeden Fall verfolgst du uns auch mit deinen Augen, das ist auch nicht so nett. Okay, ah, hier haben wir wieder so einen Rekorder. Hey! Hey, if there's anyone there, please listen to me. That escaped out of its cell, and that thing is trying to escape. Go to the maintenance room and close all the doors, quick! The code is green, red, blue, pink, and yellow. Green, red, blue, pink and yellow. Da ist irgendwas aus einer Zelle oder sowas ausgebrochen, beziehungsweise aus seinem Käfig. Und wir müssen wahrscheinlich jetzt erstmal rausfinden, was es ist. Okay, na dann machen wir das mal. Hallo? Was geht jetzt auf? Ach, okay. So, dann wollen wir mal schauen. Das sieht aus wie eine Mine, oder?
Der ist schon cool. Ich weiß nicht, irgendwie feiere ich ihn. Ich mag den, sein Design. Wow. Was ist denn jetzt? Wer bist du denn? Ah, der mag kein Blitzlicht. Okay, ich... Wow. Der ist ja mega schnell. Was ist mit ihm denn los? Wo kommt der her? Ach, da. Der mag also auf jeden Fall kein Licht. Zumindest kein Kameralicht. Der ist kamerascheu. Okay, der ist gerade einfach weggebackt. Kurzzeitig. Aber das ist, glaube ich, okay. Hallo, würdest du bitte dein Ding aus meinem Gesicht nehmen? Wäre sehr nett. Ja. Ich möchte bitte nicht gejumpscared werden, okay? Von wo kommt der denn? Also, es sieht jetzt nicht so aus, als ob ich hier irgendwo hinlaufen muss. Weil es ist überall sehr dunkel. Geh doch mal weg hier. Was ist los mit dir? Oh, da kommt er schon wieder. Ist das hier sowas wie ein kleiner Kampf? Das sieht auf jeden Fall super interessant aus. Ja, du gehst mal weg. Aber ich guck gleich trotzdem mal, ob wir hier irgendwo lang mussten vielleicht. Okay. Nee. Okay, nein, wir mussten hier scheinbar nicht irgendwo lang, oder? Nee, da ist es zu Ende. Oh, hi. Bringst du uns irgendwas? Oh, ein Handel. Ja, den nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ich hoffe, das Spiel ist angenehm hell für euch, denn bei mir war es eine ganze Weile, also ich musste das erst einstellen. Das war ziemlich dunkel. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu hell, aber ich denke, man sollte trotzdem alles sehen. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, was ist das hier? 4, 1, 2, 3, okay, Zahlen. Use want to move box. Okay. Ach, da bekommen wir da bestimmt irgendeinen Code oder sowas. Aber was ist das da? Was ist das da? Coole Zeichnung an der Wand. Kann ich jetzt einfach mit der Box? Ah, okay, gut. So, was steht da? 4, 1, 2, 3, 2. Okay, 4. Oh. Bitte da hoch. Bitte da hoch. Danke. 4, 1, 3, 2, 3. Okay, mal gucken, ob das funktioniert. 1, 2, 3, 2. War richtig? Hoffe ich zumindest. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann gehen wir mal raus. Weil es hat auf jeden Fall kein komisches Geräusch gemacht. Es hat ein Geräusch gemacht, wie jetzt ob, hey, du hast alles richtig gemacht. Theater, okay. Okay, es speichert gerade. Auf jeden Fall ist hier ein bisschen Stuff, aber man sieht halt noch nicht so viel, ne? Okay, wir haben hier einmal diesen Motor. Was auch immer wir den Motor brauchen. Hier sind jetzt aber drei Türen. Ich mache einfach alle drei auf. Aber ich denke, die führen alle drei da rein, oder? Ist im Endeffekt, glaube ich, relativ egal, wo wir reingehen. Was ist das? Okay. Sieht auch ziemlich cool aus. Theater. Ist das jetzt ein Kino oder ist das jetzt eher so ein Theater? Kann ja sein, dass es ein Kino ist. Was ist da drin? Nichts, okay. Das mit dem Zauberstab finde ich aber ziemlich cool. Das ist eine sehr, sehr geile Idee. Und guck mal, wer da steht. Du bist ganz schön grässlich, aber ich glaube nicht, dass du so aussehen solltest im Original, oder? Also, als das Ding noch offen war. Okay. Oh, na, oh mein Gott. Hi. Oh, wow, ich habe schon daneben geschossen. Den treffen wir. Boah, ich kann halt einfach spam. Ja, ich habe schon wieder daneben geschossen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht so viele verfehlen, weil sonst kriegen wir den Jumpscare des Todes hier ab. Dafür muss halt auch das Aim ein bisschen sitzen. Das kommt halt davon, wenn man keine Shooter spielt, ne? Größtenteils. Alter, ich baller hier einfach nur drauf. Ich glaube, wie viel müssen wir denn davon wegknallen? Aber ich glaube, ich treffe sie, wenigstens halbwegs. Hey, mach dich jetzt rein da. Und du auch. Okay, du auch. Weg da. Komm schon. Wir haben keinen Bock auf einen Jumpscare. Oh, da oben war er. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Okay, das war also richtig. Und was jetzt? Okay. Muss ich jetzt hier irgendwie hochkommen? Ah, man kann hochspringen. Mit Clowns habe ich jetzt nicht so gute Erfahrung. Geh mal bitte weg hier. Dich braucht, glaube ich, keiner. Ah, okay.
Also es war jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt relativ war, dass hier nicht alle getroffen haben, aber scheinbar schon. Hm. Oh, das kommt mir doch schon bekannt vor hier. Ich follow this line. Ja. Ach du Scheiße. Das ist nicht lustig. Oh mein Gott. So, jetzt ist ja erstmal die Frage, warum? Warum müssen es immer irgendwelche Röhren sein, Lüftungsschächte oder sonstiger Scheiß, wo wir durchlaufen müssen? Es ist immer dasselbe in jedem Spiel. Und dann wirst du verfolgt und du hast dann einfach gar keinen Bock mehr, weil du genau weißt, du wirst gejumpscared. PJ Parkerpiller und sowas. Erinnert ihr euch? Da musste man auch da durchrennen. Okay, war's das jetzt? Ah, das ist einfach zugegangen. Lull. Echt? Ach, das ist eine Werkzeugkiste. Ich wollte gerade sagen, kann ich das abspielen, aber es ist ja nur eine Werkzeugkiste. Okay, was haben wir hier unten? Hier haben wir den Clown. Da ist jemand nicht so begeistert davon, dass wir hier sind. Was ist das denn? Das sieht cool aus. Das sieht ziemlich nice aus. Okay, dann machen wir mal das Ding auf. Ich glaube, derjenige, der das hier hingezeichnet hat, so gekritzelt hat, ist auf jeden Fall nicht begeistert davon, dass wir hier sind. Oh, Röhrensysteme. Sehr interessant. Oh mein Gott! Was jetzt? Hä, was soll ich machen? Ja, hier drauf springen? Oh nein, kann man nicht. Doch. Man sollte sogar hier runterspringen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Geil. Habe ich das jetzt gleich richtig gemacht? Weil einfach random da runterspringen war mir eigentlich jetzt nicht so geläufig. Aber ist okay. Wir sind halt einfach jetzt runtergefallen. An sich eigentlich aber gar nicht schlecht. Oh mein Gott! Was ist mit dir denn los? Oh, erschreck mich doch nicht so. A new, fresh, human, welcome to neuer, frischer Mensch. Let's see what you can do. Good luck. You're going to need it. Okay, wir brauchen das Glück, sagt er. Für was brauchen wir das Glück jetzt? Dass uns deine komischen Viecher nicht umschmeißen oder was? Ah, wir können die Plattform damit jetzt bewegen. Okay. Wait a minute. Muss ich hier jetzt drauf springen? Oh, die Sprünge. Ja, das Springen ist natürlich sehr geil. Ich bin einfach zu weit gesprungen. Okay, dann probieren wir es nochmal. Achso, wir sind schon hier drin. When to move the platforms. Aber das Ding hier kann ich nicht bewegen. Okay. Boah, eieieiei, das Springen ist sehr unangenehm, sagen wir es mal so. Weiß jetzt nicht genau, ob das so sein soll. Oh, hier können wir einfach rüberlaufen. Achso, wir sollen ja dann wieder drauf. Wir müssen die Dinger ja selber bewegen, ich vergesse das immer. Und jetzt? Aber das Lalala war gerade ganz cool eigentlich. So, mach mal. Was ist das? Kann ich das bewegen? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind, ne? Aber es sieht super nice aus. Ah, Wasser. Oder? Ist es Wasser? Ah, es plätschert auf jeden Fall nicht. Das ist die größte Steckdose, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Noch größer ging die nicht. Wallace Ride Mascot Testing. Okay, also möchte also, dass wir Wallace Ride machen. Okay. Ich hätte lieber die Maskottchen getestet und ihr? Wäre doch sinnvoller gewesen, oder? Die Maskottchen zu testen. Aber wie heißt der denn? Ich dreh mich nicht um. Ich weiß halt nicht mehr, was ich machen soll. Okay. Es ist auf jeden Fall ziemlich nice gehalten. Auch so, was diese Jumpscares und sowas angeht, finde ich eigentlich ganz gut. Ich meine, man ist immer ein bisschen drauf vorbereitet. Aber es ist relativ egal. Nee, muss ich nicht, aber... Okay. Hier ist halt... Ah, doch, wir mussten warten. Lol.
Aber das Warten macht es ja schon wieder ein bisschen schwieriger, ne? Du möchtest mich bitte in Ruhe lassen, habe ich gehört. Dankeschön. Er liebt es, uns rennen zu sehen. Aber geht das jetzt runter? Ja, geht es. Okay, aber an sich ist es wirklich gut gehalten. Also mir macht es auch Spaß, das Ganze hier zu spielen. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wo hier dieser... Ach, hier ist der Händel. Der ist so groß, dass man den gar nicht übersehen kann. So, einmal runter machen. Und es wäre halt schön, wenn wir jetzt einfach rauskommen würden. Wallace Ride. Heißt der Wallace? Ich vermute, der heißt Wallace. Okay, was sollen wir jetzt? Einfach nur warten? Ich drücke jetzt mal nichts. Führt uns das Ding tiefer in diesen Ambient? Ja, in diesen Ambient, alles klar. In diesen Park rein. In diesen Vergnügungspark. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dazu noch kommen wird, denn das Spiel an sich ist sehr, sehr cool gehalten. Es könnte natürlich hier und da noch ein bisschen Optimierung vertragen, das ist klar. Aber prinzipiell ist es sehr, sehr cool gehalten und die Maskottchen sehen eigentlich auch alle ziemlich nice aus, gerade der Wallace. Den finde ich am coolsten. Welcher von den Maskottchen hat euch am besten gefallen? Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen gerne ein Like da. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren, damit ihr auch nichts mehr von meinem Content verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.